Viel, viel besser. So, einmal einschalten. Oh, das ist sogar schon richtig kalibriert. Das ist super. Und an. Schön. Wie sieht denn jetzt die Mitte aus? Nur mal so aus Interesse. Das soll ja angeblich das große Portal sein. Ich gehe mal kurz zu dem hin. Aha. Da lang zu laufen sieht nicht besonders sicher aus. Naja, es würde dich wahrscheinlich von deinem Körper trennen und in eine geistige Figur verwandeln. Das hätte sicherlich Vorteile wie auch ganz, ganz, ganz viele Nachteile, mein guter Kommandalo. Deswegen, das lassen wir mal lieber sein. Und fragen mal lieber diesen niedlichen kleinen Außerirdischen, der hier unten immer noch fröhlich auf uns wartet und hoffentlich noch einmal wieder belebt werden kann, ob er weiß, welches Teil wir brauchen, weil er hat die Maschine ja angeblich gebaut. Und da er die erschaffen hat, müsste er auch wissen, wie man sie reparieren kann. Theoretisch. Praktisch werden wir es gleich wissen. So, einmal unten. Sehr schön. Und ihr Anzug ist nicht dreckig, obwohl sie sich auf eine Million Jahre alte Steinplatte gerade gesetzt hat. Das ist NASA-Qualität, sage ich euch. So, die Pyramide. Und dann werden wir mal den Lieben wieder beleben, indem wir erstmal die Pyramide aufmachen. Das bringt nichts. Oh, Entschuldigung. Mit der Tafel. So. Kommen Sie zurück. Sprich. Das mache ich doch gerne, mein Freund. Wir haben da ein Gerät gefunden. Die Maschine in Ihrem Labor. Was tut sie? Wo alle Lichter leuchten, öffnet sie das Auge. Das Auge. Ist das der Kristall am Schnittpunkt der Lichtbrücken? Die Maschine generiert dieses Auge? Das Auge sieht alle Zeit und jeden Raum. Und wohin das Auge sieht, kann der Geist fliegen. War dieses Auge die Pforte zu dem Ort, an dem Ihr Volk jetzt ist? Eine Pforte, die nur in eine Richtung durchquert werden kann. Das wissen Sie nicht. Wenn jemand stark genug mit der Realität verbunden ist... Glaubt ihr, ihr seid stärker als mein Volk? Selbst dieses stärkste aller bekannten Völker konnte der Versuchung nicht widerstehen, bis es zu spät war. Wenn wir ihr Volk zurückbringen, kann es ein Raumschiff bauen, das uns wieder zur Erde bringt. Das ist unsere einzige Chance. Vielleicht versagen wir, aber sie müssen es uns versuchen lassen. Ihr glaubt, stärker und weiser zu sein als mein Volk. Also werde ich euch die Früchte eures Stolzes zuteil werden lassen. Ich werde euch sagen, wo das Teil zu finden ist, wenn ihr richtig zu fragen wisst. Aber es wird euch mehr kosten, als ihr euch je vorgestellt habt. Ich habe kein Geld dabei, tut mir leid. Aber ich glaube, er meinte, es wird uns das Leben kosten und all unsere... Naja, ich sag jetzt mal, Existenzgrundlagen im Sinne von, wir werden es vermissen, mit anderen reden zu können, mit anderen interagieren zu können, Sachen berühren zu können, sowas in der Richtung, wenn wir wirklich eine Existenz nur in, ja, Energieform betreiben. Weil wir können ja nichts mehr tun, außer nur existieren. Gut, ich will aber wissen, wo das Maschinenteil ist. Bitte hören Sie auf, mit uns zu spielen. Wo ist das fehlende Teil? Ihr könnt nicht verstehen, was geschieht, wenn das Auge aktiviert wird. Ihr könntet nicht aufbringen, was es euch kosten würde. Ja, was denn nun? Was kostet's denn? Ja, sie haben uns gewarnt. Wo ist das Teil denn jetzt? Geht zur Karte mit dieser Nachricht und seht, was sie anzeigt. Bitte wie?
Ich habe genug gesagt. Na gut, dann herzlichen Dank. Danke für Ihre Hilfe. Helft euch selbst und gebt auf. Seht niemals in das unmögliche Auge. Ihr habt nicht genügend Kraft, um von dort wiederzukehren. Der ist ja richtig optimistisch, der Gute. Wirklich herrlich. Ich soll aufgeben. Verhungern, verdursten, hier mal sterben. Ja, schon klar. Ich meine, wenn das eine blühende Metropole wäre, in die sie uns hier reingeholt hätten, dann wäre ja alles anders. Aber so? Wo ist denn jetzt dieser komische... Ach, hier. Stab des Schöpfers. Ups. Den muss ich wohl wirklich angucken. So. Ah, das ist wohl der Stab des Schöpfers. Kriegen wir hin. Nee, kriege ich nicht hin, das Ganze mal kurz abzufotografieren. Ich bin untalentiert, ein Foto zu machen vom Bildschirm, damit ich mir das nicht aufschreiben muss, sondern einfach reproduzieren kann. So, Karte. Die Karte, weiß ich, wo sie ist. Ist ja nicht so weit weg. Mehr oder weniger. Nur wieder durch die halbe Spielwelt. Ein bisschen viel rumlaufen. Jetzt Richtung Ende. Und atmosphärisch, wie gesagt, schönes Spiel. Es hat aber von der Atmosphäre wirklich einen Knick drin. Und zwar am Anfang wirkt alles noch so unheimlich gruselig, weil man immer den Eindruck hat, man ist nicht allein und irgendwas kommt gleich um die Ecke. Und spätestens, wenn man hier den Außerirdischen getroffen hat, dann ist dieser Eindruck allerdings verflogen, da er ja ganz genau bestätigt, dass es nur wilde Tiere gibt. Und na gut, das Gefährlichste der wilden Tiere haben wir auch schon getroffen. Also ist da so ein bisschen das Mystery-Gefühl dann doch weg. Ist nicht wirklich schlimm, aber halt, es spielt sich jetzt doch... Es funktioniert immer noch nicht. Lo, was machst du? Wenn es beim ersten Mal nicht klappt... Das habe ich doch schon mal hingekriegt. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt... Dann muss man das Ganze nochmal deaktivieren und aktivieren und... Ja, ich habe es verstanden. So, komm. Ja, aber trotzdem, es spielt sich daher jetzt momentan so ein bisschen anders. Im Sinne von nicht mehr ganz so bedrückend und angsteinflößend wie bei der ersten Hälfte des Spiels. So möchte ich das mal sagen. Wir gehen zur Karteninsel. Und da wir ja auch nicht mehr alleine sind, sondern jetzt Maggie dabei haben und wir ganz genau wissen, dass eigentlich nur Brink der gefährliche von allen ist, also der gefährlichste, den wir hier auf der ganzen Welt finden können, selbst gefährlicher als irgendwelche komischen Kreaturen, macht der uns eigentlich nicht wirklich mehr Angst. So, und dann gucken wir mal. Wir hätten ein rotes Viereck, einen roten Ball, Kugel oder was auch immer das sein soll. So, grüne Pyramide. Natürlich müssen wir uns einmal durch alle Farben klicken. Es ist ja so klar. Also eine grüne Pyramide. Da ist er. Und ein blauer Ball. Den müssten wir relativ leicht erreichen. Und da ist er. Ach, da! Da ist das Teil also. Vorausgesetzt, er hat uns den richtigen Code gegeben. Hat er. Ich vertraue diesem alten Außerirdischen, der langsam aber sicher total verfällt und nicht mehr wiederbelebt werden kann. Da bin ich ganz, ganz, ganz optimistisch. So, einmal zur Lichtbrücke. Das hätte ich jetzt übrigens nicht gewusst, wo das ist. Moment mal, nee. Ich bin ja hier richtig. Zurück. Ich muss ja in die Grube, noch eine Grube. Ich muss zurück zu dem Spinnenviech. Das ist ja die Insel. Da bin ich ja komplett richtig. Das ist aber schön. Sehr schön sogar. Weil wir müssen hier rum. Und das Viech ist Gott sei Dank noch nicht wieder da. Und hier in die Tür oder in die Höhle. Wo ich echt überrascht bin, wo ich überrascht war, dass es hier noch weitergeht, habe ich ja ganz am Anfang gar nicht gefunden. Erst als das Viech da uns angriff. Und
Hier, da bin ich ja einmal ganz kurz reingegangen, weil ich so dachte, musste dir doch mal angucken, wo es dorthin geht. Und das war ganz gut, sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, wo das ist, weil... Maggie, komm schon rüber. Ja, sonst hätte ich nicht gewusst, wo man hier hin muss. So, und hier soll jetzt ein Maschinenteil sein. Hier? Ja, da. Ich würde zu gerne wissen, was passiert, wenn ich das Teil wieder dahin bringe, wo es hingehört. Das werden wir erfahren. Robbins. Aber erstmal rede ich mal kurz mit ihr. Das Teil war nicht besonders gut versteckt. Vielleicht hat er noch ein paar Tricks im Ärmel. Wenn er überhaupt Ärmel hat. Wir müssen es trotzdem versuchen. Ich frage mich gerade, wenn das hier so dicht am Meer versteckt ist, und wir haben ja schon auf einer anderen Karte gesehen, welchen Wellengang es hier geben kann, warum, danke. Ja, warum das noch nicht weggespült worden ist. Also jetzt mal ganz grob gesagt. Das ist auch ein bisschen unlogisch an der Stelle, aber hey, ganz logisch ist das Spiel sowieso nicht. Haben wir ja gesehen, zum Beispiel, wir halten eine riesige Monsterkreatur mehrere Minuten einfach so im Schach. Mit einer, ja, Taschenlampe, ohne dass das Viech auf uns zukommt, obwohl es nicht geblendet wird oder sonst was. Also auch da ein bisschen unlogisch, aber andersherum, Actionsequenzen in Point-and-Click-Adventures, besonders aus der damaligen Zeit, weil, wie gesagt, das ist ja ein Spiel aus dem Jahre 1995. Ja, da ging das einfach alles noch nicht anders, ne? Heutzutage macht man das dann so in so einer 3D-Action-Sequenz unter Umständen oder mit Quicktime-Event. Das ist ja alles auch modernisiert worden, aber eben damals, da war das hier schon wirklich over the top, sage ich mal. Auch wenn es den ein oder anderen Rätselaspekt gab, ich bin falsch gelaufen, den wir so, na ich sag jetzt mal, ja, den ich so nicht wirklich schnell gefunden hätte und deswegen wäre ich da jetzt Stunden um Stunden durch die Gegend gelaufen. Wahrscheinlich hätte ich aber früher oder später doch irgendwo mal nachgelesen, wie es geht. Weil auf die Idee mit den Monden wäre ich, glaube ich, ehrlich gesagt nicht so schnell gekommen, beziehungsweise wäre ich wahrscheinlich gar nicht gekommen, weil ich den Raum einfach vergessen habe. Ich habe den gar nicht mehr in Erinnerung gehabt und ich hätte auch nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass man da diese Säulen, also die Kristalle halt mit der Decke benutzen sollte, um dann den Mond zu steuern. Also auf die Idee wäre ich wirklich nicht gekommen. So, ich glaube, es ist die Kathedraleninsel, auf die wir jetzt zusteuern müssen. Und ich hoffe, dass wir stark genug sind, um das Volk wieder in das Reich der Lebenden zurückzuholen, wobei ich ehrlich gesagt mir nicht erklären kann, wie das funktionieren soll, weil sie sind momentan körperlose Wesen und wo soll jetzt plötzlich der Körper herkommen? Wahrscheinlich materialisiert er sich einfach, ne? Das würde so in die Story passen. Und ich habe, glaube ich, keinen Mauszeiger momentan. Kommt hier eine geskriptete Sequenz? Oder läuft er einfach nur runter? Ah, ich glaube, er macht das hier automatisch. Wo waren Sie? Wo wir waren? Ich brauche Ihre Kristalle! Und zwar alle! Und zwar sofort! Kommen Sie, Brink. Wie viele Kristalle kann ein einzelner Mensch benutzen? Doch nicht für mich, Sie Ignoranten! Ich brauche sie für meine Maschine, für die Wissenschaft, Forschung. Rücken Sie sie raus! Maschine? Wovon reden Sie? Ich habe genug vom Reden! Ich werde nicht zulassen, dass mich irgendjemand von der größten wissenschaftlichen Entdeckung der Geschichte abhält! Ich habe nur noch ein paar Kristalle übrig, Brink. Aber wir können gerne teilen, wenn Sie wollen. Ich will alle. Sie haben nicht geteilt, Lo. Ich habe sie einfach genommen. Ihr Glück, dass Sie nicht gegen mich gekämpft haben. Ich hätte Sie dafür umgebracht. Sie hätten es versucht.
Sie beide werden nicht mehr als eine Fußnote in der Geschichte meiner Errungenschaften sein. Er hat das Maschinenteil nicht beschädigt, oder? Nein, aber das Ding wird nicht funktionieren, weil da waren zwei Mulden für diese komischen Wiederbelebungskristalle. Also brauchen wir zwei Kristalle. Also ich kann es ja mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Es passt, aber die Maschine arbeitet immer noch nicht. Hat der Außerirdische uns angelogen? Oder braucht die Maschine noch etwas zum Laufen? Ja, zwei Kristalle. Ein Lebenskristall könnte genau reinpassen. Na toll. Brink. Ich frage mich, was der baut. Robbins. So, Maschine ist repariert, funktioniert immer noch nicht. Das Teil passt perfekt, aber die Maschine funktioniert immer noch nicht. Da ist doch eine Stelle, die genauso groß ist wie ein Lebenskristall. Erinnern Sie sich? Haben Sie die bemerkt? Sie denken, die Maschine braucht einen Kristall, um zu funktionieren? Großartig. Brink hat alle gestohlen. Er hat sie bestohlen, mich nicht. Ich habe einen. Tatsächlich? Natürlich. Ich habe einen bei mir. Was, wenn Sie draufgegangen wären? Das hätte passieren können. Auch Helden sterben ab und zu. Okay, geben Sie her. Ich stecke ihn in die Maschine und Sie kümmern sich um die Instrumente. Es hat funktioniert, aber nur ein paar Sekunden lang. Wahrscheinlich brauchen wir mehr als einen Kristall. Vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht 300. Na toll. Brink ist der Einzige, der welche hat. Und mittlerweile hat er wohl jede Insel durchforstet und alle eingesammelt. Dann suchen wir mal den lieben Brink und nehmen ihm ein paar Kristalle ab. Habe ich jetzt einen? Nö. Okay, es werden zwei sein. Ne? Wir hatten das ja schon hier deponiert, die beiden. Und der Commander war ja so intelligent und hat die einfach wieder rausgenommen. Vielleicht hätte Brink die ja auch einfach übersehen, weil er hat ja schon auf uns gewartet an der Maschine und die Kristalle einfach nicht mitgenommen. Hätte er ja von sich aus machen können, aber nein, hat er nicht gemacht. Deswegen, tja. Gut, na dann, wo ist Maggie? Weil ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz mit ihr reden. Über Brink und Kristalle und so weiter. Mal gucken. Robbins. So besorgt ich um Brink auch bin, so wütend bin ich auch auf ihn. Er ist verrückt, durchgeknallt und völlig außer sich vor Gier. Er ist nicht er selbst. Es liegt an diesen verdammten Kristallen. Das wissen wir schon. Glauben Sie, wir sollten das Teil in den Generator einsetzen? Wir hatten keine Wahl. Wir mussten alles tun, um mehr Kristalle von Brink zu bekommen. Was? Ich glaube, da habe ich jetzt etwas gehört, was ich noch nicht hören sollte. Es macht nämlich keinen Sinn so. Ich fürchte, das Auge zu benutzen wird uns mehr kosten, als wir denken. Ja, die Frage ist nur was. Danke. Gut, komm, hier, wir gehen mal raus. Zur Lichtbrücke. Ich vermute mal, er ist bei seiner niedlichen, kleinen, süßen Maschine, wofür auch immer die da ist. Aber wenn ich mal raten würde, würde ich sagen, er baut gerade eine, ja, Maschine, die neue, Wiederbelebungskristalle erstellen kann, weil das würde Sinn machen, ne? Wenn er sich einen Vorrat zusammensucht, der ja endlos, also nicht endlos ist, sondern irgendwann endet, dann braucht er halt einen Vorrat, der endlos ist und deswegen, das würde einfach Sinn machen, wenn er sich da irgendwie so eine Generatormaschine oder sowas, ja, erbaut hat. Wir werden es sehen. So oder so, ich habe den Eindruck, aufgrund dessen, was Maggie gerade gesagt hat, wird das jetzt gleich nicht wirklich gut ausgehen. Und weil das so ist, mache ich mal ganz kurz ein Speicher mich. Nicht, dass wir jetzt hier gleich Problemchen kriegen oder das Programm irgendwie abstürzt. Wobei, es läuft verdammt stabil. Das muss ich mal sagen. Verschwinden Sie von hier! Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Kristallmaschine zerstören! Wir wollen gar nichts zerstören. Wir brauchen Kristalle für die Maschine, die über der mittleren Insel das Auge generiert. Wenn Sie eine Maschine haben, die Kristalle produziert, warum können Sie uns nicht ein paar abgeben? Meine Maschine funktioniert noch nicht. Ja, lachen Sie nur!
Ich habe alle Inschriften studiert. Maggie ist nicht die Einzige, die fremde Sprachen entschlüsseln kann. Ich bin genau nach den Plänen vorgegangen. Aber es fehlt noch etwas. Ohne das funktioniert die Maschine nicht. Wenn Sie also denken, Sie könnten mir meine Kristalle nochmal stehlen, Commander, denken Sie sich was anderes aus. Vorher werde ich Sie töten. Und glauben Sie mir, niemand wird Sie wiederbeleben. Sie haben mich bisher zweimal ausgeraubt und ich Sie nur einmal. Also habe ich noch einmal gut. Machen Sie sich nicht über mich lustig! Machen Sie sich nicht über ihn lustig, Boston. Was fehlt denn? Mal so gesagt. Ich werde es nicht zulassen, dass Sie mich von meiner Forschung abhalten. Ja, ist okay. Ich finde übrigens, der gute Brink sieht nicht gerade gesund aus. Der sieht von der Hautfarbe ein wenig blass aus. So als ob er entweder vergiftet oder halb tot ist. Na gut, er ist ja eigentlich auch von den Toten wieder auferstanden. Was machen wir nun? Robbins, so besorgt ich um Brink auch bin, so wütend bin ich auch auf ihn. Er ist verrückt, durchgeknallt und völlig außer sich vor Gier. Er ist nicht er selbst. Es liegt an diesen verdammten Kristallen. Das hatten wir schon 300 Mal. Hier. Wir sollten uns gut überlegen, ob wir die hier auf der Erde herstellen wollen oder nicht. Jetzt, wo wir gesehen haben, was mit Brink passiert ist. Keine Sorge, wir werden wahrscheinlich nie dahin zurückkehren. Und selbst wenn, wird wohl niemand diese außerirdische Wissenschaft begreifen. Na doch, Brink. Er hat ja jetzt eine Maschine gebaut, die das Ganze reproduzieren soll. Danke. So, redet er mit mir oder er nicht? Wahrscheinlich nicht. Brink. Doch, er redet mit mir. Mal gucken. Brink, ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie Zeichen fortgeschrittener geistiger Verwirrung an den Tag legen. Sie sind paranoid, gewalttätig und manisch. Ich weiß, dass Sie nur versuchen, Macht über mich zu gewinnen. Wenn Sie nicht sofort Ihren Mund halten, werde ich Sie zum Schweigen bringen. Das läuft ja richtig gut. Wir stehen kurz davor, eine Passage zu einer anderen Realität zu öffnen. Wir glauben, dass uns das wieder nach Hause führen kann. Wenn es funktioniert. Ja, Sie und Maggie können heimgehen. Glauben Sie, ich weiß nicht, dass Sie planen, mich hier zu lassen? Ruhm und Ehre alleine zu kassieren? Sie können jederzeit mitkommen, Kollege. Sie müssen nur bereit dafür sein. Danke, dass Sie mir geholfen haben, Maggie zu retten. Es ist für mich Belohnung genug, dass Sie so leicht zu beeinflussen sind, Commander. Toll. Und das sagt er ganz einfach so offen, mir direkt ins Gesicht. Ich glaube, ich weiß, welches Teil bei Ihrer Maschine fehlt. Sie wissen überhaupt nichts. Sie sind kein Wissenschaftler. Sie sind nur ein exerzierender Zinnsoldat. Ich glaube, es ist das gleiche Teil, das der Generator brauchte. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu der gesamten außerirdischen Technik hier. Der außerirdische Erfinder hat es versteckt, weil ohne das Teil keine der Maschinen funktioniert, die er für gefährlich hält. Warum sollte der Erfinder von Lebenskristallen sie für gefährlich halten? Weil sie sich mit den Kristallen so gut fühlen, dass sie ihr Leben übernehmen. Sie sind nur noch daran interessiert, mehr davon zu finden. Er hat gesagt, das sei sein zweitgrößter Fehler gewesen. Und der größte Fehler? Das Auge. Sie und Maggie wollen mir also einreden, dass ich verrückt bin? Aber Sie wollen einen noch größeren Fehler begehen? Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor, Brink. Ja, so wie unsere letzte Abmachung. Ich habe meinen Teil eingehalten, aber Sie haben einen Rückzieher gemacht. Ich habe keinen Rückzieher gemacht, ich wollte nur erst mit Ihnen darüber reden. Keine Abmachungen mit Lügnern und Dieben. Brink, um diese Maschine zum Laufen zu bringen, brauchen Sie, was ich habe. Aber wenn sie funktioniert, werden Sie auch genügend Kristalle haben, richtig? Sie könnten sie mit uns teilen und es würde Sie überhaupt nichts kosten, stimmt's? Vorausgesetzt, Sie haben das fehlende Teil, ja. Das ist die Abmachung. Ihre Maschine, mein Teil. 50-50 von den Kristallen. Ich weiß, dass Sie vorhaben, mich zu betrügen. Wir werden nicht mal in die Nähe der Maschine gehen, sobald sie läuft. Sie teilen die Kristalle auf. Was hält mich dann davon ab, alle zu behalten? Ich habe eine militärische Ausbildung, Brink. Egal wie gesund und stark Sie auch sind, wenn ich beschließen sollte, gegen Sie zu kämpfen, dann werden Sie verlieren. Und dann werde ich Sie alle behalten. Haben Sie das verstanden? Holen Sie Ihr Teil und setzen Sie es ein.
Selbst Lügner und Betrüger können miteinander handeln, wenn sie einander dabei nur genau im Auge behalten. Na gut. Wenn das Auge aktiviert ist, ist es eine Pforte in die Unendlichkeit. Wir können hineingehen und irgendwo wieder herauskommen. Es ist ein nutzloses Spielzeug verglichen mit dem, woran ich arbeite. Ja, mehr oder weniger, ne? Gut, ich glaube, den Rest müssen wir hier nicht anwählen. Wobei, hat er da was Neues zu sagen? Diese Kristalle haben Nebenwirkungen, Brink. Sie verändern ihre Persönlichkeit. Es sieht aus, als würden sie sie wahnsinnig machen. Ja, ja, die armen Dummköpfe, die durch den Schlamm minderwertiger mentaler Kompetenz robben. Sie sehen die Brillanz und nennen sie Wahnsinn. Genau, man muss das doch mal anerkennen, was Herr Brink hier gerade macht. Aber nicht so. Nein, ich erkenne das nicht an. Keine Sorge. Die Hälfte der Kristalle, Brink. Denken Sie dran. Sie jagen mir keine Angst ein, Sie haarloser Affe. Der ist wirklich sehr sympathisch.